Nachhaltig, weil also erstens gibt es Tage, wo es richtig Spaß macht, und ich twitter auch nicht, wenn ich keine Lust habe. Das ist einer meiner Grundsätze. Und natürlich kostet es auch Zeit. Also Sie müssen einfach ein paar Minuten immer Zeit haben, um die Sachen zu machen. Und von daher verändert es insgesamt auch den Umgang mit Themen, weil sie kriegen viel schneller auch Rückmeldungen. Das heißt, es gibt Themen, die sind über Tweets entstanden. Wir haben daraus Arbeitsaufträge abgeleitet. Das hat zusätzliche neue Vorgänge ausgelöst. Das heißt, es verändert. Ich kann ja keinen festen Zeitpunkt so deutlich machen. Das hat sich rasend schnell entwickelt während der Landtagswahl 2008, 2009. Aber wirklich antizipiert als Dialogforum. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Der Sprung hin eher zum Dialog, der hat eigentlich erst nach der Landtagswahl stattgefunden, was einfach auch damit zusammenhängt, dass man dann nochmal mehr den Kopf dafür hatte, sich mit solchen Fragen auch zu beschäftigen. Ja, all diejenigen, die keine Nähe dazu haben, die auch nicht bereit sind, oder bereit ist das falsche Wort, die keinen Zugang dazu haben. Weil wenn man keinen Zugang dazu hat, dann wird es ganz schnell aufgesetzt. Und das ist wie bei jeder Kommunikationsform. Wenn es aufgesetzt ist, macht es eher was kaputt, als dass es hilft. Ich glaube aber, dass Politik insgesamt lernen wird, damit anders umzugehen. Sie können auch sagen, ich bin jetzt nicht der typische Web 2.0er gewesen vor der Landtagswahl. Das würde ich bestreiten. Ich war sicherlich nicht der intensive Web 2.0er, aber es gab immer eine Affinität zu der Art der Kommunikation auch im Web 2.0. Und natürlich habe ich auch viel dazugelernt. Und den Anspruch habe ich dann schon, dass die Gemeinde auch akzeptieren muss. Man kann nicht auf der einen Seite sagen, die haben alle nichts damit zu tun. Und dann hängt sich jemand rein und versucht sich auch, das zu lernen. Und ich mache nur die Sachen, die mir Spaß machen. Die anderen Sachen mache ich nämlich nicht. Und das dann wiederum kritisieren. Das heißt, es wird dann einen Prozess geben. Aber insgesamt wird das Thema Web 2.0 in den nächsten Wahlkämpfen eine deutlich höhere Bedeutung haben.